Sie ist zurück an der Stätte ihrer größten Erfolge. Zweimal wurde Juliane Seifert hier in Seefeld letztes Jahr Weltmeisterin. Und während die Skispringer aktuell schon wieder mit ihren Wettkämpfen begonnen haben, absolviert die Rulerin in diesen Tagen in Seefeld zusammen mit der Nationalmannschaft erst die ersten Sprünge auf Schnee. Fühlt sich gut an. Also wir sind ja letzte Woche erst noch in Oberhof gesprungen und konnten dort trainieren auf Matte. Und von dem her war es die Zeit nicht so lange zwischen den letzten Mattensprüngen und den ersten Schneesprüngen. Und von dem her war das gleich ja, ganz gut. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt noch einen Weltcup haben. Denn hinter Juliane Seifert liegt ein langer, wettkampfloser Sommer. Mit viel Athletik und Techniktraining und Mattensprüngen, wie hier beim Lehrgang im Kanzlersgrund bei Oberhof. Trainingsausfälle durch Corona gab es kaum und auch die ständigen Corona-Tests, die nimmt Juliane Seifert hin. Hauptsache, wir können springen. Also klar, angenehm ist es nicht, aber wir versuchen da immer ganz positiv zu sein, uns über nichts aufzuregen und uns von nichts nerven zu lassen und das halt einfach alles so hinzunehmen, wie das jetzt ist, damit das funktionieren kann und wir Wettkämpfe haben können. Der Traum von Juliane Seifert ist eine Vierschanzentournee für Frauen oder mal von einer Skiflugschanze über den Backen gehen zu dürfen. Doch in diesem Winter ist erstmal die nordische Ski-WM in Oberstdorf das große Ziel. Ein ganz besonderes Highlight, ja, auf jeden Fall im eigenen Land, auf der Schanze, wo wir schon so viel trainieren konnten im Sommer jetzt und dann auch noch mit dem zusätzlichen Wettkampf auf der Großschanze, ist für uns ein Riesenhighlight, wo wir uns jetzt schon mega drauf freuen. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gleich mal so die guten Sprünge, die ich in der letzten Zeit machen konnte, in die Wettkämpfe zu bringen und da auch einen gewissen Flow und Selbstvertrauen reinzubringen und dann, wenn die WM vor der Tür steht, topfit zu sein. Und ein Jahr vor Olympia würde Juliane Seifert doch ein weiterer WM-Titel auch gut stehen. Schließlich sind alle guten Dinge doch drei.